Einen großen Bolzen drehten zwei junge Tschechen, die mit ihrem schrottreifen Auto durch das Waldviertel fuhren, nachdem die Polizei das Auto mit einer Radklammer an der Weiterfahrt gehindert hatte. Wollten die Männer türmen. Alarm schlug eine Autolenkerin, die einem tschechischen Schrott-VW im Waldviertel hinterherfuhr. Der Wagen konnte nicht einmal die Spur halten. Rasch rückte die Polizei aus und konnte den Wagen in Scheideldorf bei Göpfritz an der Wild im Bezirksviertel stoppen. Die rührende Schilderung, beim Begräbnis des Opas in der Slowakei gewesen zu sein und bei der Heimfahrt eine technische Panne gehabt zu haben, half den beiden Tschechen, einem 18-jährigen Lenker und dem 19-jährigen Zulassungsbesitzer ohne Führerschein, nichts. Der Wagen war sehr mitgenommen. Nicht nur beim Fahrwerk oder dem durchgerosteten Auspuff, auch sonst wies der Wagen mehrere bedenkliche Mängel auf. Nachdem die Männer auch die Strafe nicht bezahlen konnten, wurde der Wagen mittels Radklammer vor Ort festgesetzt. Doch die beiden Tschechen wollten das so nicht hinnehmen und filmten mit dem Handy sogar wenig später ihren gewaltsamen Fluchtversuch. Sie wollten hochtourig die Radklammer sprengen, jagten damit aber nur den Motor des PKW in die Luft. Die Wuchtexplosion war so stark, dass sogar die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe donnerte. Die lautstarke Aktion fiel natürlich Anrainern auf. Die Exekutivbeamten rückten erneut an und zeigten die Männer nach der Einvernahme auf freiem Fuß an.